Diejenigen von euch, die mir auf Twitter oder Instagram folgen, haben es vielleicht bereits mitbekommen. Die Ghost Recon Delta Company ist tot. So schade wie das ist, so absehbar war es leider auch, denn auf dem offiziellen Delta Company Discord Server war seitens Ubisoft schon lange nichts mehr los. Keine neuen Infos, rein gar nichts. Und ja, es ist wirklich schade. Aber die Delta Company ist auch nicht alleine mit ihrem Schicksal, denn auch die Community-Programme, die einzelnen Community-Programme, möchte ich sagen, von anderen Spielen ist davon betroffen. Wie zum Beispiel die Mentors Guild von Assassin's Creed. Denn Ubisoft möchte diese ganzen einzelnen Community-Programme für die einzelnen Spiele zusammenfassen und möchte wohl zukünftig nur noch Starplayer haben und ja, dort alles unter einem Dach. Ich kann das von einem verwaltungstechnischen Standpunkt aus durchaus verstehen, aber schade ist es allemal. Das bedeutet natürlich auch, dass ich Dinge, die ihr mir weitergebt, nicht mehr an die Entwickler weitergeben kann. Nicht, dass es jemals irgendwie besonders viel gebracht hätte, wenn ich oder auch andere Delta Company Mitglieder irgendetwas weitergegeben haben. Aber die Möglichkeit besteht jetzt einfach auch nicht mehr, weil der Discord-Server wurde Mitte des Monats bereits geschlossen und Ende des Monats ist dann offizielles Ende der Delta Company. Ich persönlich werde das Delta Company-Logo aber dennoch in meinem YouTube-Banner bestehen lassen und auch die Delta Company Community-Leader-Beschreibung und so weiter auf Twitter werde ich weiter behalten. Es wird zwar nicht geraten, seitens Ubisoft das zu tun, aber sie haben auch nichts dagegen. Und wenn sie nichts dagegen haben, dann lasse ich das einfach dort, weil es doch schon eine geile Zeit war. Also ganz ehrlich, es war eine schöne Zeit, auch mit den Playtests und so weiter, die wir spielen konnten. Wurden anschließend tatsächlich sogar manche Änderungen eingebaut wurde oder auch manche Missionen komplett umgestellt wurden. Leider war der Draht zu den Entwicklern nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber ja, es ist wie es ist. Es war eine schöne Zeit. Ich habe viele neue Leute kennengelernt. Dort viele tolle neue Leute kennengelernt, möchte ich hinzufügen. Und ja, es war eine schöne Zeit. Es ist jetzt zu Ende. Kann man nichts machen. Es ist wie es ist. Und ja, auf meinem Kanal wird es aber trotzdem zunächst erstmal noch weitergehen mit Ghost Recon Content, Ghost Recon Breakpoint Content. Und ja, anschließend werden wir mal schauen, was da noch kommt. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.